Es gibt einen Unterschied zwischen Spende und Zakat. Die Zakat, wir sind verpflichtet, die Zakat den armen Menschen auszuhändigen. 2,5% vom Vermögen. Was ist der Sinn dahinter? Wenn du als wohlhabende Frau bist, zu einem armen Mensch hingehst und ihm das Geld aushändigst, der wird nicht neidisch sein, dass du reich bist. Und du siehst das Gegenteil hier in Europa. Die Armen sind bereit, die Reichen abzuschlachten. Aber die Tatsache, dass du selber zu diesen armen Menschen hingehst, für jeden Schritt bekommst du Hasanat von Allah. Natürlich, wenn du hier in Europa lebst, und wir leben alle in Europa, wir kennen keine armen Leute. Hier sind die Menschen, die meisten Menschen oder die meisten Muslime gut versorgt, Alhamdulillah. In diesem Fall sagen die Gelehrten, man kann das zu einer Institution geben, eine vertrauenswürdige Institution, die dieses Geld tatsächlich zu den armen Menschen bringt. Aber es liegt auch eine große Weisheit dahinter, dass du selber zu den armen Menschen hingehst. Alleine wenn du dahin gehst zu den armen Menschen, das ist Trost für ihre Herzen. Die warten schon darauf, dass die Reichen ihnen ihre Zakat abgeben. Und ich kenne jemanden, einen Freund von mir, der verteilt die Zakat an 70.000 Häuser. Das ist ein, möge Allah ihm die höchste Stufe des Paradieses geben. Das ist ein reicher Mensch. Er geht selber zu jedem Haus und gibt ihnen das Geld. Er hat so viele Angestellte, aber er lässt nicht zu, dass die Angestellte das Geld nehmen und den armen Leuten aushändigen. Wallahi, er geht selber, persönlich, zu diesen Menschen. Ja. Er hat den Islam verstanden. Guck mal, diese Freude, und die Menschen freuen sich, wenn sie ihn sehen. Und sie werden nicht neidisch sein. Und sie werden Bittgebete bei Allah machen, dass Allah ihnen noch mehr gibt. Die Zakat, die Armensteuer, die kommt von dir direkt zu den armen Menschen. Jetzt, du musst selber ausrechnen, was du hast zu Hause, damit du dein Geld versteuerst. Und wer ist deine Zeuge? Allah. Und die Engel rechts und links. Deshalb wird kein Muslim, der den Islam verstanden hat, Allah austricksen. Aber hier das Finanzamt lehrt den Menschen, Betrüger zu werden. Beweis, die Existenz von Steuerberatern. Und die Zakat bedeutet im Arabischen Säuberung, Reinigung. Wenn du 2,5% von deinem Vermögen an die armen Menschen abgibst, das bedeutet, Allah gibt dir Segen in deinem restlichen Vermögen und das ist eine Reinigung für deine Seele auch. Und subhanallah, die Zakat, die Armensteuer, kommt direkt nach dem Gebet. Warum? Nicht jeder trennt sich gern von seinem eigenen Vermögen. Der muss Iman im Herzen haben. Und hier beweist du als Muslim, dass du Iman im Herzen hast. Weil, wer hat dir das Geld gegeben? Allah. Der schwache Muslim sagt das Finanzamt oder mein Chef. Aber der gläubige Muslim, der Iman im Herzen hat, der weiß, dass dieses Geld von Allah kommt. Einige Leute fragen, ja wie? Ganz einfach, wer lässt dich morgen aufstehen und zur Arbeit gehen? Allah, wenn Allah will, du wirst gelähmt werden in deinem Bett und du wirst Sozialhilfeempfänger werden. Aber Allah lässt dich morgen aufstehen, damit du arbeiten gehst und dein Geld verdienst, und wenn du die 2,5% für Allah ausgibst, und subhanallah, ich erinnere mich an einen Hadith,
Aisha radiallahu anhu, die Frau von dem Prophet Muhammad, bevor sie gespendet hat, hat sie das Geld parfümiert. Und man hat sie gefragt, warum tust du das? Dieses Parfüm ist teuer von dem Prophet Muhammad. Sie hat gesagt, diese Spende kommt in Allahs Hand an der ersten Stelle. Und dann zu den armen Menschen. Genau das Gleiche macht der Muslim mit dem Zakat, mit der Armensteuer. Der gibt das gerne ab. Das ist jetzt der Muslim, der Iman hat. Der Muslim, der kein Iman hat, der hat vielleicht noch nie Zakat abgegeben. Aber wir reden nicht von diesen Menschen. Möge Allah diesen Menschen, inshallah, Iman verleihen.